Vielen Dank. Ja, ich möchte mit Ihnen heute über die Pre-Marketing, über das Pre-Marketing von Spezial-AEF sprechen. Wie Sie wissen, unterscheidet sich der Vertrieb von Spezial-AEF doch recht grundlegend von dem Vertrieb von Publikums-AEF. Bei Publikums-AEF überlege ich meine Fondsstrategie, erstelle das Vertragswerk, reiche es bei der BaFin ein, lasse mir das genehmigen, hole mir die Vertriebszulassung und dann ziehe ich los und schaue, ob ich Anleger finde für mein Fondsprodukt. Bei einem Spezial-AEF läuft das schon ein bisschen anders. In der Regel testen die Fondsinitiatoren zunächst einmal den Markt, um zu sehen, ob es überhaupt ein Interesse, ein prinzipielles Interesse an diesem Fondsprodukt gibt, dass man ein Spezial-AEF prophylaktisch schon mal auflegt und dann erst schaut, ob es Interesse daran gibt, ist eher selten. Grund ist unter anderem, ja, die Auflage von einem AEF ist relativ kosten- und zeitintensiv. Ich muss Dienstleister bezahlen, ich muss bestimmte Verfahren durchlaufen. Und das mache ich halt erst, wenn ich wirklich auch weiß, dass es ein prinzipielles Interesse an diesem Produkt gibt, sonst spare ich mir diesen Aufwand lieber. Hinzu kommt noch, dass gerade im Spezial-AEF-Bereich es unwahrscheinlich ist, dass professionelle Anleger ein von einer KVG erstelltes Vertragswerk einfach so akzeptieren und unterschreiben. In der Regel haben sie schon auch eigene Vorstellungen davon, wie das auszusehen hat. Und nehmen auch Einfluss auf die Ausgestaltung des Vertragswerkes, gerade auch in letzter Zeit. Jetzt seit anderthalb Jahren, seit dem Fondsstandortgesetz, gibt es einige Änderungen im KGB, die in den Vertragswerken umgesetzt werden können, die bisher so nicht aufgenommen wurden. Also auch wenn ich Anleger habe, mit denen ich schon ein Nachfolgeprodukt jetzt auflege, beziehungsweise mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite und eigentlich weiß, was die machen wollen und was sie nicht machen wollen, was sie machen können. Nichtsdestotrotz gibt es immer irgendwie was Neues, was man machen kann, wie beispielsweise jetzt durch das Fondsstandortgesetz Leverage-Grenzen sind angehoben worden. Ich habe jetzt mehr Freiheiten bei der Darlehensvergabe innerhalb des Fonds, also Gesellschafterdarlehensvergabe. Ich kann bei 100% Beteiligung, sind die Finanzierungsgrenzen entfallen, jetzt auch offiziell. Einige KVG haben das auch schon in der Vergangenheit so gelebt. Aber jetzt kann ich es auch schwarz auf weiß ins Vertragswerk schreiben. Ich kann jetzt Gesellschafterdarlehen durch die Struktur durchgeben, über Holding-Ebenen, was vorher auch so nicht möglich war. Oder zumindest war es umstritten, ob dem so ist. Genauso ESG-Themen. Wir sehen in letzter Zeit jetzt öfter neue Kostenklauseln, ne, die ganzen Anforderungen aus der Offenlegungsverordnung, aus der Taxonomieverordnung, die Reportingpflichten, die anderen Anforderungen, die bedeuten Aufwand, die kosten Geld. Jemand muss dafür bezahlen. Im Zweifel ist das der Fonds, also muss ich das in das Vertragswerk aufnehmen. Diese Kostenklauseln sind auch relativ neu, die in den Vorgängerprodukten der jetzt aufzulegenden Fonds vielleicht so noch nicht enthalten waren, müssen auch erst diskutiert werden. Gibt es auch verschiedene Möglichkeiten über entweder Kostenblöcke.